Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu habe ich schon ein bisschen Gold ausgegeben, beziehungsweise will noch ein bisschen Gold ausgeben. Ich habe diese Woche ein paar Sachen gekauft gehabt, beziehungsweise auch schon letzte Woche, die ich jetzt nicht im Video drin habe. Ich zeige die euch aber in der Liste. Hat so ein bisschen Hintergrund, da ich jetzt die letzte Woche so ein bisschen erkältet war oder immer noch erkältet bin. Können sein, dass meine Stimme zwischendrin ein bisschen versagt. Und ja, ich die Sachen aber teilweise günstig aus dem Auktionshaus rausfischen konnte und dachte mir, komm, holst du die raus und ich zeige euch dann einfach mal so ein bisschen, was ich mir geleistet habe. Gut, ich würde sagen, wir können schon mal so ein bisschen in die Tabelle reingucken. Und zwar, seht ihr, ist schon einiges zusammengekommen. Insgesamt 1,5 Millionen, ein paar zerhackte. Und was habe ich da so gekauft? Ich habe gefunden ein Ketten-Item, was removed war. Also removed Items sind ja Sachen, die irgendwann mal im Spiel waren und die man jetzt nicht mehr kriegen kann. Und das habe ich für 20k gefunden und da musste ich einfach zuschlagen. Für 20k ein removed Item findest du eigentlich fast nicht. Aber wie das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Ich habe es auch schon verkauft. Auf jeden Fall dafür sind 20k schon mal draufgegangen. Dann habe ich gefunden Angelschuhe für 19k, was auch sehr günstig ist. Und zwar, was sind Angelschuhe? Es gibt hier bestimmte Items, die man über Angeln nur bekommen kann. Und die kannst du, wenn dann, selber rausangeln oder halt im Auktionshaus kaufen. Und das sind so World-Drop-Geschichten, die arschig selten sind. Da gibt es ein paar Sachen, die mir fehlen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei Berufe noch bei Angeln reingehe. Aus diesem hyperkomprimierten Ozean gibt es auch noch ein paar Sachen. Das sind oft Schuhe, die man da rausziehen kann. Und ihr seht schon, hier, das ist nirgends drin und sonst immer mal für Goldcap im Auktionshaus. Also diese Sachen sind meistens schweineteuer. Und für 19k habe ich da ein paar Schuhe rausgezogen. Absoluter Schnapper. Das Zeug kannst du fast nicht selber farmen. Da kannst du wahrscheinlich Tage angeln, dass du das kriegst. Genau. Das war das zweite, was ich mich gekauft habe. Dann habe ich letzte Woche noch ein bisschen Mage Tower gespielt gehabt. Und zwar beim Monk. Den Tank und den Damage Tower habe ich gespielt gehabt. Im letzten Video hatte ich ja schon die Kosten quasi abgerechnet, in Anführungszeichen, fürs Gear und die Verzauberungen und Sockel und so weiter. Und diesmal habe ich mir einfach noch ein paar Consumables gekauft. Das waren 24k für Consumables. Gott sei Dank, ich habe beide Challenges geschafft, sowohl DD als auch Tank. Jetzt bleibt halt noch der Heal-Monk offen und zwei Priester-Specs sind es noch, dann bin ich eh durch. Deswegen ist hier Priester noch drin, habe ich mir nichts gekauft. Kann sein, dass die Tage hier noch ein bisschen was dazukommt. Ja, ich werde das Video wahrscheinlich über ein paar Tage jetzt hinweg basteln. Also mal schauen, vielleicht kommt da noch was dazu, weil morgen werde ich wieder ein bisschen Mage-Tower spielen. Dann habe ich zwei größere Posten und zwar einmal steht jetzt hier drin Schneider, Leggy und Juwel Leggy. Das sind einmal 540k gewesen und 885k. Was sind das für Posten? Und zwar habe ich auf meinem Main-Account nochmal sowohl Schneider als auch Juve mir die Legendary-Sachen geholt. Also wie jetzt zum Beispiel hier beim beim Lederer gibt es ja hier diese verschiedenen Ränge. Ich hatte fürs Collecten diese Ränge schon auf meinem zweiten Account und im Data for Azeroth haben die schon gezählt, aber dass die quasi hier unter den Berufen rausfallen, habe ich das nochmal hochgebastelt. Und zwar, wenn man jetzt hier unter die Berufe reingeht, sehen die ganzen Sachen aufgelistet, die mir noch fehlen. Und zum Beispiel bei Schneider waren dann diese Ränge 1 bis 4 bei allen möglichen Schneidersachen, waren halt noch drin gewesen. Und ja, ich bin so ein bisschen Perfektionist und wollte das halt weghaben. Deswegen habe ich die auf Lothar. Das ist so ein Low-Pop-Server, wo ich halt meine Berufe am Skillen bin, weil ich die Charstyle Classic habe und die haben halt teilweise dann auch noch Rezepte aus Classic. Dementsprechend mache ich das halt auf dem Server. Und da habe ich das nochmal hochgeskillt. Das Ding ist, theoretisch könntest du jetzt sagen, hat jetzt eigentlich nichts mit Waste zu tun, weil wenn ich die Ränge hochskill, dann kann ich ja da wieder mit Gold machen. Wenn wir ehrlich sind, ich versuche natürlich ein paar Sachen, die ich da jetzt hergestellt habe, zu verkaufen. Aber es ist ein Low-Pop-Server, die Gewinnmargen sind am Sack. Und ich erwarte nicht, dass ich da wirklich Gewinn draus ziehen kann, sondern das war jetzt eigentlich mehr für die Collection, als da quasi Gold mitzumachen. Vielleicht hole ich einiges von dem Gold wieder rein. Ich habe jetzt schon, ich glaube vor 2-3 Tagen habe ich das gemacht, habe es ein paar Mal im Auktionshaus gestellt. Die Verkäufe sind eher mäßig, ein bisschen was werde ich wieder reinholen. Das meiste ist aber tatsächlich gewastet tatsächlich. Ja, naja, gut, so viel dazu. Also das sind die zwei Punkte. Dann habe ich mir noch ein Item im Auktionshaus gekauft, was auch sehr günstig war. Rollspalter hieß das. Das war auch ein Timok-Item. Dann habe ich mir 13.000 Gold ausgegeben für so Reese-Sachen. Und zwar ist das einmal bei hergestellte Items hier noch drin. Da gibt es für diesen Reese, heißt er, das ist so ein Ingi-Modul,
Gedönse. Und da kann man verschiedene, also das ist so ein Begleiter, den man rufen kann, da kann man bestimmte Module basteln. Das kostet halt ein bisschen Gold, ne? Mit Inji bin ich theoretisch komplett fertig, aber dieses Reefs-Ding, diese Module muss ich noch gucken. Eins fehlt mir jetzt hier tatsächlich auch noch, da muss ich aber in Instanzen was farmen, da muss ich, glaube ich, jetzt noch in Uldua einen Boss umhauen und der hat das leider nicht so ganz droppen können, also das ist so eine Sache. Naja, so viel dazu. Dann, was haben wir noch auf der Liste? Und zwar, genau, ich habe mir da noch ein Schneider Legendary aus Legion im Auktionshaus gekauft. Ich bin gerade ein bisschen am Gucken, dass ich hier den Reiter Berufe bzw. hergestellte Items fertig kriege. Und ich kann mir dieses, oder hätte mir dieses Legendary aus Legion auch selber bauen können mit meinem Schneider. Das Problem ist, ich hatte kein Blut von Sargeras. Bevor ich jetzt losziehe und weiß ich 65 Blut von Sargeras farm und die restlichen Items, dachte ich mir, komm, scheiß drauf, es war auf dem Server für 65k drin. Ich könnte mir wahrscheinlich selber bauen, aber habe dann wahrscheinlich ein paar Stunden Aufwand, mir die Mats zu holen. Ich kauf's mir einfach, genau. Also das habe ich mir auch geholt. Und ja, dann hatte ich hier so ein bisschen weiter reingeguckt, was mir noch fehlt. Und zwar sind es hier mal diese Kettenschuhe, die man angeln kann. Und die hatte ich gesehen über eine Seite. Und zwar ist das einmal hier das Undermine Journal. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren, dass ich die auf einem anderen Server gefunden habe. Moment, können wir hier mal rüber switchen? Also wir geben mal hier die Schuhe ein. Und diese Schuhe, die sind halt immer relativ selten drin. Ihr seht, hier auf zwei Servern sind sie im Moment drin, auf Lightbringer für 130k und auf Tyrant's Mill. Und ja, man kann hier die Items Level auch durchswitchen, dann sind sie noch auf mehreren Servern. Und ich habe hier für 40k auf Kazak die gefunden. Und dann dachte ich mir doch, komm, schaust du doch, dass du auf Kazak versuchst, dir Gold rüber zu schieben. Und jetzt habe ich hier einen Char, einen Testchar mir auf Kazak erstellt, der ist auf Stufe 50. Und diese Schuhe, die müssten hier irgendwo sein. Genau, hier sind sie für 40k drin. Sonst sind die halt nur für 130 auf zwei anderen Rims drin. Dachte ich mir, komm, da kannst du mal zuschlagen. Ich habe mir jetzt Gold rüber traden lassen. Und zwar habe ich auf Blackmore 200.000 Gold gezahlt und 180k hier auf Kazak gekriegt. Quasi 20k sind viel, dass er mir das rüber tradet. Der will natürlich auch da einen Gewinn mitmachen. Aber ich kann mir halt jetzt günstig hier auf dem anderen Server Temok holen. Das werden wir jetzt auch machen. Ich habe ein paar Sachen gescannt, die wir uns kaufen können. Also als allererstes will ich schon mal diese Schuhe hier haben. Ihr merkt schon, meine Stimme lässt nach. Dann dachte ich mir hier diese Denkkappe, die ist auch relativ selten. Da gibt es sonst nur eins für 200k. Die werde ich mir auch kaufen. Dann haben wir hier noch diese Handgelenke für 15k, die kaufen wir uns. Das hier ist Stufe 60, das kann ich mir leider nicht holen. Aber das wird keinen Sinn machen, weil ich es dann nicht lernen könnte mit einem Testchar. Dann haben wir hier den Kopffäller für 25, das kaufen wir uns auch. Und dann haben wir hier noch für 28 einmal einen Item Stufe 50, das können wir uns auch kaufen. Und das hier kaufen wir uns auch noch, die ganzen günstigen Items hier auf dem Server. Genau, 1000 irgendwas haben wir jetzt noch über. Jetzt können wir die mal alle rausnehmen und schon mal die Sachen lernen, also die Kettenschuhe. Die können wir mit dem lernen, Stoff können wir nicht lernen. Da muss ich mir dann gleich noch ein paar Tests dran machen. Die Axt können wir auch lernen. Das ist Leder, das geht nicht und das ist auch Leder. Gut, also die Axt können wir jetzt schon mal einmal lernen. Dann das können wir einmal lernen und das hier. So, na gut. Umziehen muss ich es eigentlich nicht, weil den Char werde ich eh wieder löschen. So, jetzt müsste eigentlich hier, seht ihr, Angeln ist rausgeflogen. Perfekt, habe ich den Punkt zumindest auch schon mal fertig. Und ja, bei den anderen Dingern muss ich mir jetzt noch irgendwelche Chars erstellen. Einmal einen Lederchar und einmal einen Stoffchar. Falls ihr das nicht wisst, wie das funktioniert. Das Schöne ist, man kann sich ja pro Stunde, glaube ich, 4 Testchars bauen auf einem Account. Und pro, machen wir einfach mal einen Ork, machen wir mal einen Magier. Und pro Woche waren es, glaube ich, 8. Nennen wir den mal Teli, den Magier. Frost kann ich jetzt nicht. Der Name ist nicht verfügbar. Telari, der wird doch... Ach, ich habe die maximale Anzahl. Ach, okay. Ja gut, das muss ich dann später mal gucken. Da muss ich noch das ein oder andere vielleicht löschen. Da schauen wir dann gleich nochmal. So, lala. Ich habe nochmal zwei Testchars gelöscht auf Thrall, die ich da noch rumliegen hatte. Und konnte mir jetzt hier meine Chars erstellen. Habe die T-Mox auch schon gelernt.
Und jetzt brauche ich die quasi nicht mehr. Jetzt können wir die wieder löschen. Wie gesagt, wir könnten insgesamt insgesamt 4 pro Stunde machen. Ich glaube, 8 pro Woche, soweit ich das weiß. Also ist nicht so wild, wenn wir die dann einmal weghauen. Auf den würde ich sagen, logge ich jetzt nochmal ein. Schlichtweg, weil wir, glaube ich, noch 1000 irgendwas Gold offen hatten. Das können wir vielleicht noch in Pets verwurschten, ne? Dass wir das jetzt nicht löschen. Das Gold wäre ja schade drum. So, jetzt habe ich nochmal auf den Char eingeloggt. Wir haben jetzt noch mit dem über 1500 irgendwas Gold. Das ließ sich jetzt nicht vermeiden. So ganz genau habe ich es nicht ausgerechnet. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen können? Wir können uns jetzt einfach irgendein Pet für die Summe kaufen. Schauen wir mal, dass irgendwas Sinniges dabei ist. Das Schöne ist, durch meine Add-ons sehe ich auch, was die sonst wert sind. Dann können wir dann vielleicht mal schauen, dass wir irgendein Pet kaufen, was auf den anderen Servern einen Ticken mehr wert ist, ne? Das eine sah ganz gut aus, ne? Das hier kaufe ich mir mal. Geben wir mal alles nur aus und dann gucken wir mal, jetzt haben wir noch 50 Gold. Also klar, ich weiß, das sind jetzt hier irgendwelche Peanuts, wo wir da noch was suchen rauszuholen. Komm, wir kaufen uns das Ding hier noch, bevor wir es liegen lassen. Die restlichen 5 Gold, das ist egal. Die Pets kann ich vielleicht auf einem anderen Server noch verkaufen und hab noch ein bisschen was rausgeholt, wisst ihr? Kleinvieh macht auch Mist tatsächlich. So, auf dem können wir jetzt einmal ausloggen und auch wieder löschen. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Thema haben wir gespeichert. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen. Also als erstes tragen wir jetzt mal ein. Wir haben jetzt ausgegeben, na gut, das ist jetzt Kasak, ne? Jetzt tun wir das einfach mal, weiß ich nicht, einfach mal unter der Lothar-Spalte eintragen. Das waren jetzt 200.000, 180k habe ich quasi auf dem Server ausgegeben, aber hat er noch 20%, 20k Vieh, also insgesamt sind es dann 200.000 Gold, die wir da raus haben. Und dann, warte mal, das brauchen wir jetzt nicht mehr, können wir auf dem Main-Account noch gucken. Ich habe jetzt hier gescannt gehabt auf Blackmore. Und hier sind ein paar Sachen drin, die interessant sind. Gut, der Umhang, der ist uninteressant, weil den gibt es aus der Paragon-Kiste raus und die bin ich eh noch am Farm, also den will ich sowieso kriegen. Und der Umhang ist auch uninteressant, der ist aus der Paragon-Kiste. Normalerweise hatte ich jetzt immer gesagt, so bis 30k kaufe ich die Sachen direkt auf. Hier sind ein paar Sachen, die sind alle nicht rausgepatcht, aber das sind alles World Drops. Und zwar einmal aus Wattle die World Drops und einmal aus östlichen Königreich, nördlich Schlingendorntal. Ich habe mir die Teile jetzt schon mal ein bisschen angeguckt. Hier im Undermine Journal und die sind teilweise halt relativ teuer, also die gehen halt eigentlich immer so im Schnitt für ein bisschen über 100k weg. Hier ist eins drin, was für 90k drin ist und die anderen sind alle für 100k aufwärts. Diese Sachen mit 50k sind die tatsächlich sogar relativ günstig angesetzt. Ich glaube, die kaufe ich mir jetzt mal. Warte mal, haben wir hier schon was ausgegeben? Ja gut, die 200k habe ich vorhin ausgegeben, ne? Die können wir jetzt die können wir eigentlich dann auch unter Blackmore direkt verbuchen, weil die habe ich hier auch quasi ausgegeben gehabt. Na gut, egal. So, ich würde sagen, die kaufen wir uns einfach. Also, ich kaufe mir die Stangenwaffe mal für 50. Dann kaufe ich mir den... Warte mal, habe ich einen Char, wo ich das lernen kann? Doch, ja, ne? Einen Testchar kann ich mir einfach machen. Bogen kaufen wir uns für 50. Das Kettenteil kaufen wir uns für 50. Dann haben wir jetzt 150 ausgegeben plus die 200k, ne? Sind wir bei 350. Schauen wir mal, was haben wir hier noch so. Ja, uninteressant. Hier wäre noch so ein Wattle-Ding, aber das kostet 89. Ich glaube, das kann ich vielleicht nochmal irgendwann günstiger kriegen. Und dann hatte ich noch eine ganze Bank an Items gesehen. Hier, für 140 jeweils. Die sind alle rausgepatcht, diese Sachen. Seht ihr das? Das ist halt schon ein größerer Betrag tatsächlich. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich mir die alle kaufe. Also das hier ist zum Beispiel aus dieser Draenor-Garnisonskiste, ne? Das hier auch, das auch und diesen aus Silithus beziehungsweise im Sumpfland. Ja, 140k ist jetzt halt kein Pappenstiel, ne? So ein bisschen am Überlegen. Ist da was? Fuck off, wir kaufen uns den Scheiß einfach. 1, 2... Hier haben wir alle. Das rausgepatcht. Das, warte mal, das haben wir nicht, oder? Schwelende Stiefel. Komm, die kaufen wir uns auch noch. Scheiß drauf. Ausgegeben. Eine Million Gold. Mein Herz blutet, ich sag's euch. Aber dann haben wir zumindest wieder ein paar rausgepatchte Items.
Also bei den Millionen sind jetzt die 200.000 schon drin, die wir da hatten. Warte mal, ich trage das mal jetzt mal genau ein. Also was haben wir jetzt rausgehauen? 1.000.000 und ja, 49.991. Also wir können aufrunden auf 1.050.000, würde ich sagen. 1.050.000. Nee, nicht 500.000. 1.000, okay. Juti. Ja doch, das ist halt, ist nicht ganz günstig, aber was will man machen, ne? So, okay. Können wir jetzt eigentlich hier schon mal eintragen unter TMOG? TMOG, boah, dann sind wir schon bei 2,6 Millionen, ne? Naja, ich scanne vielleicht nochmal ein bisschen die anderen Server durch und dann können wir mal schauen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was ich schon mal hier lernen kann. Also den Streitkolben, den können wir schon mal direkt lernen. Das kann dann schon mal verkauft werden. Das hier muss ich zu irgendeinem Hunter-Char schicken. Kette können wir auch zu einem Hunter schicken. Stoff haben wir einmal. Stab auch beim Stoff-Char, das sehe ich auch beim Stoff-Char. Da haben wir nochmal Leder. Bitter ist, wo man echt aufpassen muss, dass ich jetzt das Stoffteil kann ich auch anlegen, ne? Und es ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich mit einem falschen Char das angelegt habe, irgendwie mit einem Plattenchar dann ein Kettenteil angelegt, irgendwas für 100, 200.000 gekauft, das Zeug, was rausgepatcht war und quasi damit zerstört. Das ist immer relativ bitter, also muss man ein bisschen aufpassen tatsächlich. So, das können wir mal alles verkaufen. Dann kann ich das schon mal zu meinen Twinks schicken. Also, ich habe ja dann einmal hier einen Stoffchar. Warte mal, wie hoch sind das? 14? Das kann ich eigentlich alles zu meinem 45er-Char schicken. Dann können wir das schon mal mindestens schon mal lernen. Und dann muss ich mal gucken. Warte, wie habe ich den denn genannt? Wahrscheinlich. Tyler Hunter, war das der? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war der Char, ne? Okay. Dann war das wahrscheinlich Taylor Kette. Taylor Kette? Schauen wir mal. Fuck, das ist er auch nicht. Gut, ich finde mal raus, wie mein Char heißt. Und dann gucken wir mal auf den anderen Servern. Sudala, ich bin jetzt ein bisschen weiter geswitcht. Einmal hier auf Lothar. Und ich habe hier ein paar Sachen gesehen, die interessant sind. Erstmal ist hier nochmal ein rausgepatchter Umhang drin. Für 77.700. Der ist schon relativ interessant. Ich würde sagen, den kaufen wir uns mal. Normalerweise wollte ich eigentlich immer pro Episode so 1.000.000 ausgeben, da sind wir jetzt eh schon drüber. Und jetzt dachte ich, komm, jetzt gehen wir heute komplett retard und kaufen einfach mal alles Mögliche raus. So, dann haben wir hier jetzt noch ein Item drin, auch ein rausgepatchtes, aus Kalindor Silithus hier, anscheinend von irgendeinem Rare Mob, 92.000, kaufen wir uns. Da haben wir nochmal so ein Item, 92.000, kaufen wir uns, das haben wir hier, nochmal ein rausgepatchtes für 104.000. Kaufen wir uns und dann schauen wir mal, ist hier noch was drin. 140.000 kostet das. Sind schon teuer. Ah, das weiß ich nicht, ob sich das rentiert. Da könnte man vielleicht nochmal günstiger was finden. Ich glaube, da lassen wir es gut sein, oder? Was haben wir jetzt? 366.000 rausgehauen. Ist ja eh schon einiges an Gold. Das hier, oder habe ich mir das auch gekauft? Nee, das könnte ich mir noch kaufen. Das hier aus dem Dämmerwald, auch ein rausgepatchtes 120. Ach ja, komm, scheiß drauf, das kaufen wir uns auch noch. So. Jetzt gucken wir mal, was ich hier direkt schon lernen kann. Also, wir haben dann einmal den Umhang, den können wir direkt lernen. Wir sind Kette. Das ist ein Stoffteil, das können wir direkt lernen. Kette. Ah, also dreimal Kette, perfekt. Da muss ich nur auf einen Char umloggen. Das ist schon mal gut. Das andere können wir verkaufen. Und was haben wir jetzt hier ausgegeben? 486.000. 486.000. Oh, das wird eine richtig teure Episode, ich sag's euch. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe auf einem anderen Server hier auch schon nochmal durchgescannt. Und zwar ist das hier einmal Antonidas. Und da habe ich was gefunden, was interessant ist. Hier haben wir nämlich quasi Schuhe, die aus diesem Angelsack... Nee, das ist nicht der Angelsack. Das ist der Sack von den Arakoa, wo du so Federn abgeben musst. 50.000. Ist jetzt relativ teuer.
die Geschichte ist, das Item ist scheiße selten und das kannst du nicht gescheit farmen. Ich glaube, das kaufen wir einfach für 50k scheiß drauf. Dann haben wir hier ein rausgepatchtes für, was haben wir es? Knappe 69.000, das kaufen wir uns auch. Rausgepatcht, mal gucken, was haben wir hier noch so. Hier hätten wir noch ein Item, einmal aus dieser Wiederherstellungsfabrik aus WOD für 100k, das können wir uns auch kaufen. Sonst, na gut, hier hätten wir noch Stoff-Items, die sind relativ teuer. Na komm, das Kettenteil kaufen wir uns noch für 137k. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht das gleiche wie beim anderen gekauft habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein bisschen verkackt, aber gut, wir werden sehen. Also, das lernen wir einmal. Das Kettenteil kann ich noch lernen. Stoff und Leder. Okay, das muss ich dann erstmal noch wegschicken. Also, das Lederteil kann ich auf meinen Teller schicken. Noch und ja, hier habe ich noch einen Stoffchar. Okay, was haben wir jetzt hier rausgehauen? 356, das ist Antonias 356. Dann sind wir jetzt hier bei 192 und insgesamt schon bei 3,4 Millionen. Okay, das wird glaube ich, heute eine teure Angelegenheit. So, okay, dann würde ich sagen, gucken wir die anderen Server noch durch, was da so geht. Okay, kleine Anmerkung hier noch am Rande, bevor wir weiterloggen. Ich habe tatsächlich zweimal das gleiche gekauft. Ich bin so ein Vollidiot, ne? Ich habe mir hier das T-Ding auch gekauft gehabt. Und auf dem anderen. Das war jetzt mal wirklich gewastet. Aber das kann ich nochmal versuchen, verkauft zu bekommen. Mal gucken. Mal gucken. Ja, schick mir die Kettensachen mal weg hier. Jetzt habe ich halt nur noch ein Kettenteil, was ich weiterschicken kann. Das andere muss ich wieder selber versuchen zu verkaufen. Ich habe es mir schon fast gedacht, ne? Aber, naja. Sowas passiert. Belastend. Aber so ist es. Gut, ich bin jetzt nochmal hier weiter gelockt auf Erida. Und hier nochmal reingescannt. Hier sind jetzt nicht sonderlich viele Items drin. Ihr seht insgesamt nur 80 Stück, also sehr überschaubar. Aber ein Item ist interessant und zwar hier einmal die Schuhe aus Castle Nashvia. Die kann ich mir mit dem Char auch tatsächlich kaufen, weil der ist mittlerweile Stufe 60. Ja, wir haben ein bisschen Chars gelevelt. Also die können wir schon mal eintüten. Und über den Rest habe ich ein bisschen drüber geguckt. Ist jetzt nichts rausgepatchtes dabei, nichts Interessantes tatsächlich. Also ich glaube, das war es tatsächlich hier auf dem Server. Das können wir gleich mit dem hier einmal lernen. Die sind sogar besser als die, die ich anhab. Ne, die sind 213 und meine sind 216. Ja gut, schade, nicht mein Upgrade. Gut, die können wir verkaufen und dann in die Liste einmal eintragen. Wie viel waren das jetzt? Das waren knappe 30k. Okay. Erida, 30. Ich habe auch nebenbei auf Equin schon gescannt, da war aber gar nichts drin. Equin ist da ein bisschen Loser-Server, was T-Mog angeht. Und sonst haben wir jetzt noch Blackmore und Strull offen, da werde ich jetzt nochmal durchscannen. Da muss ich jetzt halt noch ein bisschen warten, bis quasi der Cooldown runter ist. So, dala, nach längerem Warten bin ich jetzt nochmal auf Strull hier. Ich war zwischenzeitlich auch auf Blackhand, da habe ich aber nichts gefunden. Da haben wir jetzt hier eine 0 eingetragen. Aber hier auf Strull habe ich was gefunden, was von Interesse ist. Und zwar einmal haben wir hier für 50k wieder so einen Wattle World Drop. Das ist einmal ein Bogen und der kostet 55k. Ja, ich würde sagen, würde ich mal kaufen. Sonst regionaler Durchschnittspreis sind 700 irgendwas 1000. Also ich würde sagen, die 55k sind okay. Sonst habe ich jetzt hier noch ein bisschen durchgescrollt. Ist ehrlich gesagt nichts dabei, was für mich von Interesse ist. Keine rausgepatchten Items, die halbwegs günstig sind. Aber der Bogen ist doch auch nett. Den können wir einmal lernen. Dann haben wir ausgegeben 55.000, ein paar zerquetscht. Ich würde sagen, da runden wir einfach mal ab. Hier ist 55.000 und dann sind wir heute bei 1.977.000 und unterm Strich jetzt bei 3.563.000. Ich muss mal gucken, wahrscheinlich werde ich morgen noch ein bisschen was für den Match Tower raushauen. Das packen wir dann hier noch in die Liste rein oder vielleicht finde ich die Tage noch das ein oder andere T-Mog. Mal gucken, was da noch so geht. So wie ich es mir gedacht hatte, haben wir jetzt noch ein bisschen Gold ausgegeben. Und zwar habe ich am Wochenende noch ein bisschen den Mage Tower weiter behakt mit meinem Monk Heal. Nicht
hundertprozentig erfolgreich. Ich habe lediglich eine Erfahrung gewonnen, sagen wir es mal so. Also sprich, die Heal Challenge habe ich noch nicht geschafft. Ich habe ein bisschen was für Consumables ausgegeben. Die dürften für die nächsten Tries natürlich auch noch reichen. 66k, ich musste ein bisschen was umsockeln, ein bisschen was umverzaubern. Hat einfach den Hintergrund, ich habe davor ja den DD und Tank Monk gespielt. Die haben halt hauptsächlich Agi-Stuff drin gehabt. Und jetzt musste ich halt so ein bisschen auf Heal die Verzauberung ändern, die Sockel ändern, das Buff-Food, auch vielleicht mal einen Mana-Trank und solche Geschichten. Ne? Also das war dann einiges, was ich jetzt erstmal besorgen musste. Hat 66k im... insgesamt gekostet und damit sind wir jetzt overall bei einer Endsumme von 3.629.000 Gold. Sprich, einiges eigentlich wollte ich die Videos ja immer so, wenn ich Themok kaufe, bei einer Million rum ansiedeln. Jetzt sind wir ein Ticken drüber, würde ich mal sagen. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, ich hoffe, ich hole die nächsten Tage mit meinem Gold-Opening wieder ein bisschen was rein und ja, da werden wir uns dann wiedersehen, wenn ihr Bock habt. Ich verabschiede mich für die Aufnahme. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.